Eine Woche und einen Tag, um genau zu sein, ist Olaf Scholz jetzt vereidigter Bundesfinanzminister. Und in der Tat, da muss man sich angucken, welche Tradition man da verfolgen will. Wenn man mal schaut, allein auf seine Parteimitgliedschaft, da muss man feststellen, dass vor ihm schon 9 SPD-Politiker Bundesfinanzminister geworden sind. Darunter so Namen wie Alex Möller, Helmut Schmidt, Peer Steinbrück, ja auch Oskar Lafontaine und einige andere mehr. Hans Eichel wollen wir auch nicht vergessen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man dann auf die Finanzminister der vergangenen Jahre guckt, dann sticht da ja auf der einen Seite vor allem Theo Weigel raus, der mit 9,5 Jahren das Amt am längsten ausgeübt und ausgeführt hat. Und ja, dann darf man auch Wolfgang Schäuble nicht vergessen, den jetzigen Bundestagspräsidenten, dem es im Jahre 2014 zum ersten Mal nach 4,5 Jahrzehnten gelungen war, einen Haushalt aufzustellen ohne neue Schulden, also mit der sogenannten und inzwischen berühmten schwarzen Null. Und da kommen jetzt die verschiedenen Linien wieder zusammen, denn auch Olaf Scholz hat im Vorfeld schon verkündet, dass er sich an diese schwarze Null, also keine neuen Kreditaufnahmen, durchaus halten will in diesem neuen Haushalt, wenn er denn dann vorgestellt wird. Das ist für die einen Segen, für die anderen Fluch, weil auf der einen Seite natürlich der Schuldenabbau durchaus eine Rolle spielt, auf der anderen Seite aber auch Spielräume, die man dann möglicherweise nicht hat. Also ein insgesamt hochinteressantes und durchaus wichtiges Thema, denn wir wissen, Haushalt und Finanzen, das ist in Zahlen gegossene tatsächliche Politik und damit auch die Umsetzung des Koalitionsvertrags. Es gibt also eine Menge zu diskutieren und ich freue mich, dass heute Morgen bei uns sind Achim Post, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion, der dann die Position von Olaf Scholz mutmaße ich mal verteidigen wird, und Christian Dürr ist bei uns in derselben Funktion bei der FDP-Fraktion, der wahrscheinlich die eine oder andere Sicht, etwas andere Sicht auf die Dinge haben wird. Gucken wir erstmal auf diesen Haushalt. Wir leben ja, als Bundesrepublik schon jetzt seit vielen Monaten von einem vorläufigen Haushalt. Wann kommt denn der Richtige? Na, der Richtige kommt mutmaßlich am 2. Mai, jedenfalls der erste Entwurf der Bundesregierung, und dann in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause, also in der ersten Juliwoche, wird in der zweiten und dritten Lesung der Bundestag sagen, was er von dem Haushalt hält, und ich gehe mal davon aus, dass wir einen ordentlichen Haushalt verabschieden werden. Also solange noch vorläufige Haushaltsführung, gibt es irgendeine Vorstellung vom Gesamtvolumen? Ja, das ist ein bisschen früh. Die Beratungen fangen ja gerade an. Es wird ein bisschen mehr als beim letzten Mal, aber Sie können fest davon ausgehen, dass Olaf Scholz, das wird er heute gleich skizzieren, einen ordentlichen Entwurf vorlegen wird, der ordentlich mit dem Parlament besprochen sein wird. Gut 330 Milliarden sind es beim letzten Mal gewesen auf der Ausgaben- und dann natürlich auch auf der Einnahmenseite. Das muss ja zusammenpassen, wenn es alles gut gehen soll. Letzte Frage, aber noch mal eine Frage an Sie. Was wird wichtig sein für die SPD-Fraktion an diesem Haushalt? Also das Wichtigste ist erstmal der Grundkompass. Wir brauchen natürlich einen soliden Haushalt und einen ausbalancierten Haushalt. Sie haben gerade gesagt, 4 Jahre lang keine neuen Schulden. Aber wir brauchen gleichzeitig Zukunftsinvestitionen in Bildung, in Forschung, in Entwicklung, aber auch in große soziale Projekte. Das ist das Wichtigste für die SPD. Und schon haben wir gestern gehört aus der Rede Ihres Fraktions- und Parteivorsitzenden, Herr Dürr, dass er da doch mit einigen Punkten einverstanden zu sein schien, aber auch mit einigen durchaus nicht. Wo ist die Hauptkritik der FDP? Ich will das nur an Anfang stellen. Also die schwarze Null, das klare Bekenntnis, das ist erstmal eher Schmidt. Ich habe aber den Eindruck, die Art und Weise, wie der Koalitionsvertrag gestrickt ist, die Projekte, die man jetzt in den Raum stellt, das erinnert mich ein bisschen mehr an Lafontaine. Meine Sorge ist, dass dieser Haushalt eher auf Sicht gefahren wird, also dass nicht wirklich in die Zukunft geschaut wird. Ich will nur eine Zahl ansprechen. Während dieser Legislaturperiode, das wissen wir, Herr Post, werden die Zuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung die 100 Milliarden Euro-Marke übersteigen, also fast ein Drittel des Bundeshaushaltes, nur für die gesetzliche Rentenversicherung. Frau Nahles hat gestern gesagt, das ist ein gutes Signal für die junge Generation. Teile ich nicht, sondern im Gegenteil, das ist ein Warnsignal. Also das wird auf Sicht gefahren, aber wie wir da den demografischen Wandel auch für den Haushalt bewältigen wollen, ist mir noch schleierhaft. Geht mich schon ein bisschen zu sehr ins Detail, an dieser Stelle zumindest. Sagen Sie noch mal generell Ihre Bewertung dieses Etats, der da mutmaßlich kommt. Naja, wir sind erstmal gespannt auf die genauen Zahlen. Ich habe gehört, was der Bundesrechnungshof gestern gesagt hat, auch zur Subventionsfrage. Macht mir auch Sorgen. Teile ich die Kritik des Bundesrechnungshofs? Das, was im Koalitionsvertrag steht, ist ja eine Ausweitung bei den Subventionen, anstatt dass man sie jetzt anfängt abzuschmelzen und vom Haushalt ein Stück weit zu trennen. Also es wird auf Sicht gefahren und wir wissen, ich komme auf das Thema Demografie da trotzdem nochmal zu sprechen, dass der Haushalt unter Druck gerät. Auch bei der Einkommensteuer im Übrigen, weil weniger Menschen im Arbeitsmarkt haben werden in 10 Jahren. Und da ist mir einfach zu kurz gesprungen. Bisher sehe ich die Konzepte nicht. Ich freue mich natürlich auf den Detailentwurf. Da können Sie gleich mal Widerspruch äußern.
Ja, wenn man mal auf die jüngere Generation guckt und auf die Zukunft, finde ich, wird diese Bundesregierung nach allem, was wir bisher beschlossen haben, was die Koalitionsparteien beschlossen haben, sehr viel tun. Wir werden in Bildung investieren, das wird Ihnen auch gefallen. Wir werden in Digitalisierung investieren. Wir werden deutlich mehr ausgeben für Kitas, deutlich mehr für Ganztagsbetreuung. Also wenn das keine Investition in die Zukunft ist, weiß ich nicht, was Zukunftsinvestitionen sind. Was sind denn Zukunftsinvestitionen aus Ihrer Sicht, wenn das hier keine sind? Christian Lindner hat ja gestern angeboten, Zusammenarbeit beim Thema Bildung, beispielsweise Grundgesetzänderung bei der Frage, können wir vor Ort in Bildung als Bund investieren? Also da werden wir eine konstruktive Oppositionsarbeit machen. Aber wir wissen, dem Bund steht so viel zur Verfügung wie noch nie, weil die Menschen gut wirtschaften und weil die Unternehmen ordentlich Steuern zahlen. Und wenn ich mir dann angucke, wie es auf der Entlastungsseite in dieser Legislaturperiode aussieht, dann steht im Koalitionsvertrag, dass da faktisch keine stattfindet. Die erste Entlastung, die kommen soll, Stichwort Soli, die soll frühestens 8 Monate vor der nächsten Bundestagswahl stattfinden. Also ein gigantisch großer Haushalt aufgrund der fantastischen Einnahmesituation. Es wird auf Sicht gefahren. Über Tilgung wird gar nicht gesprochen, trotz des hohen Schuldenberges. Die FED hat gestern den Zins erhöht. Das droht auch Europa. Auch da Druck auf den Haushalt. Also das ist mir noch zu sehr im Nebel und ohne Nebelscheinwerfer sozusagen die Fahrt. Also ich würde mich freuen, wenn Herr Scholz den Nebelscheinwerfer anwirft und uns sagt, wie es dann die nächsten Jahre richtig weitergehen soll. Jetzt sagen Sie mal, für alle, die nicht so richtig drin sind in diesem Thema, was Sie mit FED meinen? Die Federal Reserve, also die US-Notenbank, hat den Leitzins gestern erhöht. Und das wird dazu führen, dass auch in der Eurozone in den kommenden Jahren, da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen, da wird es irgendwann eine Zinserhöhung geben. Und das hat dann schon sofort dramatische Auswirkungen auf den Haushalt, weil aufgrund der großen Schuldenlast wir natürlich dann bei den Zinsausgaben auch zusätzliche Ausgaben haben werden. Jetzt haben Sie zwei große Themenbereiche angesprochen in einer Antwort. Die versuchen wir mal gerade auseinanderzunehmen, ohne die aus dem Auge zu verlieren. Hoffe ich zumindest. Oder ich sage mal so, ich werde mir Mühe geben. Und gucken wir erstmal auf den Punkt Entlastung, den Sie angesprochen haben. Und die 10 Milliarden durch den Soli-Abbau, die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden sollen, sagen viele Kritiker, es bringt vielen, klingt zwar viel, bringt aber vielen gar nicht wirklich viel, weil sehr viele, die da in dieser Entlastungsgruppe sind, eigentlich gar nicht viel Soli zahlen und deswegen auch nichts davon haben. Was erwidern Sie da? Na, da muss man gar nichts erwidern, da muss man nur auf die Zahlen hinweisen. Der größte Entlastungsposten bei diesen 46 Milliarden Euro, die wir zusätzlich ausgeben, geht in die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, für 90% beim Wegfall des Soli. Nicht für alle, nicht für die Besserverdienenden, das sehen wir auch gar nicht ein, das ist ein Vorschlag der FDP, aber für die breite Masse der Bevölkerung und 10 Milliarden Euro ist eine Ansage. Ja, aber das war ja gerade mein Einwand, dass ich gesagt habe, irgendwie das sieht viel aus, irgendwie, aber wenn man auf den Einzelnen guckt, kommt da nicht viel bei rum, sagen viele Kritiker an diesem Vorhaben, das sie da haben, weil eben davon viele drin sind, in diesen 90%, die wenig bis gar kein Soli zahlen. Naja, aber irgendwie müssen die 10 Milliarden so zustande kommen. Ne? Wenn 90% entlastet werden und das kostet 10 Milliarden Euro, werden Bürgerinnen und Bürger entlastet. Und insgesamt, man muss sich schon entscheiden, was man will. Will man auf breiter Front auch besser verdienen entlasten oder will man investieren in Bildung und Digitalisierung? Ich will Zweiteres. Da schüttelt er den Kopf. Ja, ich würde das Bild ganz gerne erweitern, weil das wird dann so getan, als ob diese 10% irgendwelche Millionäre in Monaco sind. Ist ja Quatsch. Also in Wahrheit sind das mittelständische Unternehmer. Das sind die Handwerksbetriebe, das sind die kleinen und mittleren Unternehmen, die Familienbetriebe. Die übrigens Ankündigung der schwedischen Finanzministerin auch von gestern, die gesagt hat, wir wollen bei den Unternehmenssteuern entlasten. Also, weil wir wissen, es wird einen internationalen Steuerwettbewerb geben. Stichwort Steuerreform in den Vereinigten Staaten. Europäische Staaten, Frankreich fängt jetzt an, Unternehmen zu entlasten, weil wir haben ein Problem bei den Investitionen der Privatwirtschaft, auch in Deutschland. Also Unternehmen sollen entlastet werden. Und beim Soli ganz konkret, wo man den Handwerksbetrieb, den kleinen Mittelständler, den Familienbetrieb entlasten könnte, da wird gar nichts passieren. Das ist mir zu wenig. Das ist mir klar, dass Ihnen das zu wenig ist. Aber Sie hätten ja die Möglichkeit gehabt, es zu machen. Aber Sie haben sich alles. Aber Sie haben sich, als es drauf ankam, nicht dazu durchringen können, in diese Bundesregierung zu gehen. Ich finde, glücklicherweise. Ja, genau. Die Argumentation ist spannend, Herr Post, weil die lautet ja sinngemäß, dass die Entlastung von kleinen, mittleren Unternehmen, von Handwerksbetrieben überhaupt gar nicht Ihr Anliegen ist. Nach dem Motto, das hättet ihr ja machen können, da gebe ich zurück. Wo ist denn Ihre Antwort für diese Unternehmer? Wo ist denn Ihre Antwort für diejenigen, die in den letzten Jahren die Jobs geschaffen haben und von denen wir jetzt erwarten, dass sie in Digitalisierung investieren? Also von daher würde ich sagen, den Ball spiele ich gerne zurück. Ich würde mir auch eine SPD wieder wünschen, die an der Stelle sagt, wir sind für kleine und mittlere Unternehmen da, für den Kleinunternehmer. Ja, da sind Sie bei mir genau bei dem Richtigen. Ich habe in Ostwestfalen-Lippe in meinem Wahlkreis viele Handwerker, viele Klein- und Mittelunternehmer. Und ich sage Ihnen mal eins, die haben mir die erste Stimme gegeben, weil sie was erwarten, nämlich einen soliden Haushalt,
Investitionen in die Infrastruktur, gerade bei uns im ländlichen Raum, in die Digitalisierung, in Breitbandausbau. Das muss ja Ihr Interesse auch sein, denn da sind wir viel zu spät dran. Ja. Und diese Bundesregierung packt das jetzt endlich an. Ja, die Große Koalition gab es ja vorher auch schon fairerweise. Insofern hätten sie die letzten 4 Jahre vielleicht auch schon dafür Zeit haben können. Nichtsdestotrotz, meine Mutmaßung ist auch, dass Ihre Unternehmer sich darüber freuen würden, wenn auf der Entlastungsseite ein bisschen mehr passiert. Ich komme gerne zum Besuch vorbei, erläutere das. So, den Austausch zu diesem Punkt, irgendwie die Argumente, die hören wir uns dann wahrscheinlich nachher im Plenum nochmal an, wenn es heute zu diesem Punkt kommt. Gucken auf den anderen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, Herr Dürr, und das ist das Risiko, das in diesem Haushalt möglicherweise steckt, weil wir ja im Moment irgendwie eine sehr gute Konjunktur haben. Die Zinsen sind niedrig, also man kann auf relativ hohem Niveau kalkulieren. Aber das kann in 2, 3 Jahren ganz anders sein. Und dann sagen viele Kritiker auch an diesem Vorhaben, auch an diesem Koalitionsvertrag, dann kann das dazu führen, dass sie dann doch in die Not kommen, möglicherweise neue Schulden aufnehmen zu müssen, beziehungsweise weil sie die Überschussmöglichkeiten, die sie jetzt haben, nicht genutzt haben, um beispielsweise Schulden weiter abzubauen. Was sagen Sie dazu? Na gut, wir gehen eigentlich alle davon aus, dass so langsam auch in der Europäischen Union, in Europa, der Einstieg in den Ausstieg aus der Niedrigzinsphase beginnt. Sie haben auf das Beispiel USA hingewiesen. Das haben wir einkalkuliert bei den Berechnungen. Und die 46 Milliarden, die wir zusätzlich ausgeben, sind konservativ berechnet. Also Sie können mal davon ausgehen, dass ein Hanseat wie Olaf Scholz keinen Haushalt vorlegen wird und am 2. Mai im Kabinett beschließen lassen wird, der nicht solide durchfinanziert ist. Sie gehen nichtsdestotrotz natürlich davon aus, dass es stabil bleibt, dass das Wachstum einigermaßen stabil bleibt, auch in den nächsten 3, 4 Jahren noch. Ja, also in diesem Jahr bleibt es auf jeden Fall stabil. Die Aussichten für die nächsten Jahre sind auch erstmal sehr gut, aber Sie haben recht. Niemand weiß genau, wie es in Amerika weitergeht, zum Beispiel mit den Ankündigungen von Sonderzöllen auf europäische und deutsche Waren. Niemand weiß ganz genau, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Aber zurzeit ist die Lage sehr gut. Das heißt nicht, dass wir die Risiken nicht im Blick haben. Wie würden Sie es denn machen angesichts der Lage, die wir haben und angesichts der Vorhaben, die Sie hätten, wenn Sie könnten? Ja, 2 Dinge. Also über Tilgung habe ich gerade schon gesprochen. Es droht eine Zinserhöhung auch in Europa. Und übrigens für die Sparer eine gute Nachricht nebenbei gesagt, für den Finanzminister eine schlechtere. Das heißt, wann, wenn nicht jetzt, in die Schuldentilgung in Deutschland einsteigen? Wir haben absolutes Hoch bei den Einnahmen. Ich kann nicht verstehen, warum man jetzt nicht den Tilgungsturbo einschaltet an der Stelle. Und zum Zweiten jetzt die kleinen und mittleren Unternehmen, ich komme darauf zurück, die brauchen jetzt eine Entlastung. Das wären die beiden Schwerpunkte eigentlich jetzt. Das würde ich mir von so einem, ich sage jetzt mal despektierlich, hanseatischen Pfeffersack, Sozialdemokrat, ist ja positiv gemeint, wünschen, der jetzt sagt, jawohl, wir kümmern uns auch gerade um den Mittelstand. Das würde ich mir von einem SPD-Finanzminister aus der Hansestadt wünschen. Die Frage ist ja dann, wie Sie die anderen Aufgaben bezahlen wollen, wo Sie am Anfang gesagt haben, das ist eigentlich von der Anlage und von der Grundidee gar nicht so verkehrt. Und das Stichwort ist ja Digitalisierung, das dann auch Ihr Mittelstand wieder nutzt beispielsweise. Also wie würden Sie das denn dann finanzieren? 2 Seiten müssen in die Digitalisierung investieren. Das ist der Bund auf der einen Seite und die Unternehmen selbst, die müssen ja auch investieren. Also brauchen sie die Ressourcen dafür. Und ich empfehle dazu den Bericht des Bundesrechnungshofs bei den Subventionen. Wir geben in Deutschland nach wie vor Milliarden von Euro für überflüssige Subventionen aus. Das wäre ein klarer, da ein Sparbuch vorzulegen. Das wäre so eine Aufgabe für Olaf Scholz, das würde ich ihm gerne ins Stammbuch schreiben. Ja. Und an dieser Stelle sind wir für die erste Runde durch, warten gespannt auf den Haushaltsentwurf, wenn er denn kommt Anfang Mai, und auf die Debatten hier im Parlament, sehen uns dann wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal wieder. Und für heute sage ich herzlichen Dank Achim Post und vielen Dank Christian Dürr. Schön, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Ich habe gehört, wir sehen Sie beide im Verlauf des Vormittags auch im Plenum am Pult. Dann vielen Dank für den Moment, und unsere Zuschauer werden natürlich aufmerksam dranbleiben.